In der Nacht auf Samstag ist in der Wilsdorfer Straße ein Mann durch einen Messerstich in den Oberkörper verletzt worden. Nach Angaben der Polizei bestehe keine Lebensgefahr. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dem Messerstich soll eine Auseinandersetzung vorausgegangen sein. Im Zuge der Ermittlungen nahm die Polizei noch in der Nacht 3 alkoholisierte Männer vorläufig fest. Die mutmaßlichen Täter sollen mit dem Opfer verwandt sein. Sie wurden mittlerweile wieder entlassen. Das mutmaßliche Tatmesser konnte von der Polizei sichergestellt werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.